Bernhard Klismer, Sie sind seit 2010 Gemeindepräsident von Wallisellen und Präsident von der wahrscheinlich Boomregion von der Schweiz, das Glattal. Was ist der entscheidende Punkt, dass es im Glattal so gut läuft? Das ist sicher die Verkehrslage. Zwischen dem Flughafen Zürich-Kloten und der Stadt Zürich ist es natürlich präferiert, dass Firmen die Nähe, insbesondere zum Flughafen Kloten, suchen. Und darum ist das Glattal so gesucht. Jetzt haben wir dort eine neue Bahn. Das ist ein Projekt, das nationale Ausstrahlung hat. Man kommt von überall her, das kann anschauen. Was ist das Kunststück, wenn man so ein Projekt starten will? Das Kunststück ist, dass zuerst einmal alle Gemeinden so weit bringt, dass alle die gleiche Meinung vertreten, dass es braucht. Und das zweite Kunststück, das ist fast noch das Größere, ist, in eine bestehende, bebaute Situation in einen neuen Schienenträger zu legen. Da haben sie zuerst sehr viel Widerstand. Und jeder hat das Gefühl, er kommt eine Entwertung über von seinem Grundstück, bis begreifen, dass es eigentlich einen Mehrwert generiert. Bis man diesen Punkt erreicht hat, ist es Knochenarbeit und Überzeugungsarbeit auch auf der politischen Seite. Und nachher ist es, wie wir jetzt sehen, findet sich kein einziger Gegner mehr im Glattal zu dieser Glattalmann. Also wenn man Erfolg hat, das nennt man so Bandwagon-Effekt. Dort, wo die Musik spielt, dann kommt alle her. Aber bis dorthin braucht es doch einigermaßen Arbeit oder so. Also Sie sagen, das ist Überzeugungsarbeit etc. Wahrscheinlich auch heute, wenn man sagt, man muss nach innen verdichten, ein grosses Thema Raumplanung, ist wieder die gleiche Übung eigentlich oder geht es schon von allein? Nein, haben Sie absolut richtig analysiert. Es ist genau die gleiche Situation. Grundsätzlich will jeder in der Schweiz keine Kulturlampe brauchen und kennen vor sich in seiner Haustür wieder eine Autobahn auf Verdichtung. Und darum muss man mit grosser Sorgfalt die verdichteten Gebiete festlegen. Bei uns ist das sehr gut gegangen, das darf ich sagen. Glattal hat das Früchte getragen und es wird auch in der Strategie von Kanton Zürich und auch von der Schweiz ja festgelegt, dass im Glattal ein Teil von dieser Expandierung von der Schweiz soll stattfinden soll. Es soll dann nicht so rauskommen, wie es im Krokodil von diesen Architekten skizziert worden ist, dass es eine Stadt gibt irgendwo zwischen Bülach und Oster. Wir wollen auch unseren grünen Raum, aber die partielle Verdichtung hat stattgefunden, findet jetzt noch statt. Und ich meinte, es ist die richtige Reaktion auf die heutige Siedlungsdichte. Was ist denn genau der Hebel, den man da hat, dass, also das Argument, das die Leute am Schluss ins Boot bringt? Der richtige Ort. Wir waren in der Gemeinde, seit bald 50 Jahren haben wir 10'000 Einwohner, wären eigentlich schon statt und haben mit dem Gestaltungsplan, den man jetzt vorgelegt hat, der Bevölkerung können erklären, dass ein Mehrwert generiert wird. Ein Mehrwert hinsichtlich der Tatsache, dass man nebst neuen Einwohnern auch Firmen bekommt. Jede Nachverdichtung muss ausgewogen sein. Es darf nicht Gebiete generieren, die in der Nacht leer sind, sondern es braucht, so wie man es heute eigentlich raumplanerisch auch an den Ansatz sucht, dass es geschaffen und gewohnt wird. Nur dann kommt man Glaubwürdigkeit über auf der Gemeindeebene. Wir haben sofort Gemeindeversammlung mit jedem Gestaltungsplan, direkt zum Bürger. Und wir haben alle Gestaltungspläne mit über 90% Ja durchgebracht. Danke Bernhard Klismer, merci vielmals.